So, dann kommen wir zu einer neuen Runde Space Engineers und wir werden diese Folge mal versuchen, ja, einfach mal unser Schiff bzw. unser Fahrzeug auszubauen und ja, auf alle Fälle versuchen, dass wir hier auch mal die ganzen wichtigen Sachen draufbauen, wie zum Beispiel die Cargo-Container und eventuell sogar schon die Pistons, wobei ich mir noch ein bisschen unsicher bin, wie ich es bauen will, ob ich einfach vorne mehrere Pistons, zum Beispiel jetzt 5, 6 Pistons dran baue oder ja, praktisch einen Rahmen außenrum baue und dann vielleicht einfach eine Seiten rechts und links, welche dran baue. Aber hier sind die Räder, das ist auch blöd. Oder? Naja, gut, das wäre nicht so schlimm, aber. Ich denke einfach, wir machen es einfach mal vorne oder so. Genau, dazu bauen wir es erstmal die anderen Pistons, ups, ab. Weil wir brauchen ein bisschen mehr Platz, leider. Ja, ich muss es gerade nicht so schlau platziert, das Ganze, war das ist, naja, gut. Oder? Wir brauchen zum einen noch Sonne. Das heißt, wir sollten hier entweder Dinger, wir produzieren die anderen Dinge einfach um. Ich denke mal, das Sinnvollste. Ja, nice. Wow. Immer mit der Ruhe. Nicht gleich eskalieren. Ah, fuck. Ja, gut, egal. Macht nix. Alles easy, alles easy. So. Wie machen wir es? Ich glaube, wir bauen am besten mal noch mit einem. Ups. Mit normalen Dingen hier weiter. Vor allem, wir könnten eigentlich generell mal Dinge mal. Ups. Färben. Wo war das? Warte mal, es ging hier irgendwie hier oben. Nee, so. Irgendeine bestimmte Taste war das. Logischerweise. Nein. Okay, kann man zwischenfarben. Naja, das reicht eigentlich. Den Color Picker wollte ich jetzt zwar nicht gerade nehmen, aber naja, wieso nicht? Ganz weiß. Warte mal, wie war denn das? Kann man mit der Maustaste war das? Das Ganze in weiß? Ich weiß es nicht, wie es aussieht. Nee, sieht nicht so geil aus. Das sieht geil aus, das ist eine geile Farbe. Das ist cool. So ein bisschen dunkler als das andere Grau und trotzdem noch ganz okay. Das hat was. Genau, ich würde sagen, sprühen wir hier mal kurz das Schiff um. Naja, mehr oder weniger. Ich habe natürlich noch unsere, in Anführungsstrichen, Hebebühne hier gebraucht, dass wir hier noch auch unten dran kommen. Wobei, warte mal, so groß ist das gar nicht. Oder? Na doch. An alles kommen wir, glaube ich, nicht ran. So, dann müssen wir schon die Reifen hier fertig. Und genau, da müssen wir mal rein. Block dahinter noch. Ah, wir können runtergehen. Oh mein Gott, das ist geil. Einfach mal wieder perfekt durchgeplant hier. Wenn auch ungewollt, aber perfekt durchgeplant. Mann. So, jetzt schon der Moment, wo ich die Stopper vergessen habe. Merke ich gerade so. So. Dann, was das noch? So, hier, dann haben wir eigentlich alles, oder? Ja, doch, sieht gut aus. Ja, passt. So, aufstehen ging mit. Ja, genau. Okay. Genau, ich sagen, bauen wir vorne einfach noch ein bisschen dran hier. Ich würde mal sagen, so mindestens zwei. Ja, mindestens zwei rein hier. Müssen wir mal schauen, wie viel Platz das ist. Dann eigentlich so ein Cargo-Container, ein großer oder. Ich weiß nicht, irgendwas muss. Ne, ich glaube, mit den Bodenfahrzeugen war es in Ordnung. Da kannst du so viel aufladen, wie du willst. Sollte dann passen, ja. Hahaha, witzig. Wie schnell Dinge schon wieder ausgehen, das ist verrückt. Ich glaube, wir können halt hier mal irgendwie eins zu mehr bauen oder so. Eieiei, also die Dinge brauchen wir jetzt. Wow.
Erst das Headset vom Kopf reißen, auch mal gut. Also von den Dingen braucht man jetzt hier irgendwie schon, ja, brauchen wir einige, sehr, sehr viele. Ich weiß nicht, wie viel wir das mitnehmen können. Ja, 33 passt. Soll zumindest fürs erste Mal reichen. Ja, Dinge verbrauchen nicht so schnell, das ist verrückt. Bei 25 pro Ding da, pro Plattform. So, Cargo. Ich weiß es nicht. Brauchen wir den großen oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das Ding ist zu krass, oder? Die Frage ist halt, wollen wir irgendwie so ein fettes Ding da stehen haben? Okay, wenn dann wahrscheinlich eher hinten, aber. Ach, den gibt's gar nicht fürs. Es gibt keinen Medium-Cargo-Container fürs große Schiff. Fürs große Schiff. Aber kleinen gibt's. Wow. Ja, dann können wir gleich einen großen dran klatschen. Das ist auch blöd. Also keine Sorge, wir bauen es im Schluss so noch ein bisschen schöner hier alles und so. Nur fürs erste Mal einfach das Grundgerüst will ich einfach jetzt mal so bauen. Und ich habe schon noch so ein, zwei Ideen, wie wir das Ganze vielleicht ein bisschen schöner bauen können und so. Aber wie gesagt, das Grundgerüst erstmal eine, ja, ganz dumm gesagt, einfach mal eine fahrende Platte bauen, das einmal funktioniert. So, nochmal Cargo, wo war ich hier? Sind wir auch blöd, irgendwie Small, Large und dann Medium. Na gut. Ach, warte mal, die Trills, die brauchen noch dann. Ah, die brauchen ja Conveyor. Sollten nicht vergessen. Machen wir am besten. So hinten dran klatschen und. Das war jetzt klar. Ja, 300. Komm, Alter. 300 Interior Blades. Also, wenn da keine Freude aufkommt, dann weiß ich auch nochmal. Warte mal, Steel Blades hat man schon mal genug. Wir hatten noch mal ein paar Interior Blades. Zumindest 50 oder so. Naja, 40, okay. Dann stellen wir hier nochmal 300 her. Was ist immer noch? Motoren haben wir noch, Computer haben wir noch. Was ist sonst noch? Okay, also die sind wahrscheinlich noch aus, die Small Steel Cubes. Wie viele wir jetzt genau brauchen, weiß ich allerdings nicht. Müssen wir schauen. Wir haben auch genau ein paar Interior Blades. Das sollte erstmal reichen dann. Schauen wir, weiter mal kommen. Metal Grids brauchen wir auch noch. Na gut. Das ist soweit fertig. Wie viel brauchen wir? Okay, wow, 4. GG. Sonst brauchst du das Zeug für nix einfach. Es gibt keine Verwendung für Dinge und dann. Naja. Ich finde es aber eigentlich relativ cool, wie das Ganze dann von innen so aussieht. Hier, wie sich praktisch der Container dann so innen aufbaut. Oder halt weiterentwickelt, wie auch immer. Und die Conveyor Tubes können wir natürlich jetzt entweder da drüber bauen und dann drüber legen. Und damit den Grindern verbinden. Mit den Grindern sag ich schon, mit den. Wie heißt denn's? Mit den Drills. Ne, warte mal, wir bauen dann ja die Drills unten hin, dann drüber die. Ja. Na, ist ein bisschen suboptimal, aber es passt schon. Ja, dann die Pistons drüber und eine Pistons, glaube ich, oben kann man es dann befestigen. Oh Gott, aber mal hier die großen Drills. Alter, da müssen wir irgendwie erstmal eine Plattform von. Oder erstmal so einen halben Stegel in den Himmel bauen. Fuck. Na gut, wir können ja schon mal schauen, dass wir hier ein bisschen Liebe mit reinbringen. Nee, gerade muss. Warte mal, nicht hier so. Oder so, nee. So? Nee. So vielleicht. Ich denke mal, es sieht ganz gut aus. Wenn nicht, dann
könnt ihr auch Vorschläge bringen oder irgendwie auch bildliche Beispiele oder so, irgendwie Bilder mal posten oder so. Je nachdem, wie es euch passt. Wie ist es hier so ein Kackding da? Achso, das ist ein. Okay. Da ist ein LCD-Panel da, dann dachte ich dann. Oder? Naja. Steht nur ein Weg da. Sorry. Das hauen wir mal raus. Da drüben auch nicht mehr so viele, glaube ich. Irgendwie ein bisschen Blatt sparen zumindest. Gut, der Rest wiegt eigentlich fast nichts. Ja. Steel Blades, 400, wow. Die werden es ungefähr für, naja, nicht viel reicht wahrscheinlich. So, klatschen wir hier runter dran. Ja, nicht wieder runterfallen. Jetzt geht diese Dreherei wieder los da. Mal kurz so hin. Ich werde nicht verstehen, wie an welchen Dingen sich das zugehört. Das heißt, bin ich gerade dezent inkompetent. So. Okay. Ich weiß nicht, wie es schon weiter weg aussieht. Naja. Auf alle Fälle noch nichts Besonderem. Das glaube ich, kann man so sagen. Aber so lange arbeiten wir auch nicht dran und so. Von dem her, ja. Passt schon. Dann kommen hier nochmal drei dran. Und auf der anderen Seite nochmal ein paar. So. Und dann lädt es momentan wieder in Höchstgeschwindigkeit. Das ist verrückt. Das ist echt Wahnsinn, also. So schnell wie du dann im Inventar Blatt schreddern kannst, das ist verrückt. Das ist einfach nur Wahnsinn. So. Und die denn hier nochmal? Genau, dann haben wir im Prinzip eigentlich alles, oder? Sieht so aus eigentlich. Ja, passt. Perfekt. So, mit was machen wir weiter? Schon mit den großen Conveyors vielleicht? Großen Brocken, ja. Theoretisch können wir es ja ganz stumpf wie einfach nach vorn bauen. Jetzt brauchen wir bestimmt wieder Glas und so. Ja, dann haben wir es frei fürs erste. Den Rest könnten wir eigentlich schon schweißen. Könnten es natürlich jetzt auch unten rum verlegen und so, aber. Nee. Oder? Nee, die Arbeit machen wir uns jetzt nicht. Wow, 40 Construction Components für eines so ein Ding. Ja, geil. Also, da kann man sich ja nur freuen. Kannst du. Oh Gott, so haben wir das ganze Zeug jetzt. Wir hatten noch gerade welche, oder? Oder haben wir nicht mehr? Ich kann schwören, wir hatten welche. Oder ich täusche mich. Kann auch sein. So, Construction Components. 500 ist am besten. Ja. Oh Mann, jetzt können wir die Ressourcen schreddern bis zum geht nicht mehr. Das wird auf alle Fälle lustig. So, zumindest für die Conveyor reicht es hier schon mal. Da hast du die Cubes, diesmal, die kleinen. Fuck me. Haben die jetzt auch nicht mehr? Ach komm, sei es bitte nicht, wir haben die auch nicht mehr. Wow. Small Steel Tubes. Machen wir auch nochmal 100?
So, nehmen wir einfach mal. Wo sind sie? Da sind ein paar. Genau. Dann können wir zumindest hier schon mal, naja, anfangen mit dem ganzen Zeug hier. So. Genau, wir hatten den Anfang zumindest schon mal geschafft. Und für die Folge würde ich auch mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Okay.